Heute geht es um das Thema Motorenöl. In erster Linie kommt es darauf an, was für ein Motor zur Anwendung kommt. Da gibt in erster Linie die Betriebsanleitung des Fahrzeuges eine Auskunft darüber, was das richtige Motorenöl für den jeweiligen Motor ist. Grob unterscheidet man zunächst mal die Viskosität bei dem Motoröl. Das sind so diese Zahlen 0W20, 5W30, 10W40. Und da schreibt eben der Fahrzeughersteller sehr spezifisch unterschiedliche Viskositäten vor. Anbieten würde sich den Ölstand zu prüfen, beispielsweise nach einem Tankvorgang. Dann hat es genügend Zeit gegeben, dass das Öl zurückfließen kann in die Ölwanne. Die Motorhaube öffnen, den Ölpaltstab lokalisieren, ist meistens eindeutig gekennzeichnet, den Ölpaltstab herausziehen, mit einem sauberen Lappen abwischen, wieder in die Führung einstecken und nach dem erneuten Herausziehen kann man dann sehr genau den Ölstand ablesen. Der sollte sich zwischen der Minimum- und Maximummarkierung bewegen. Das Nachfüllen von Motoröl ist sehr, sehr einfach. Der Öleinfülldeckel ist auch meistens sehr eindeutig gekennzeichnet, dass man ihn leicht lokalisieren kann, den Öleinfülldeckel dann aufdrehen. Und abhängig davon, wie viel Öl nachgefüllt werden muss, nicht zu viel nachfüllen. Empfehlung wäre, zunächst mal mit einem Viertel Liter Öl beginnen nachzufüllen, anschließend den Ölstand erneut kontrollieren und gegebenenfalls dann nochmal nachkorrigieren. Abhängig von der Motorengeneration kann es schon mal dazu kommen, dass man den Ölstand oder das Öl nicht ganz so einfach in den Motor einfüllen kann, da hilft meistens ein kleiner Trichter. Wer Öl nachfüllen muss, aber kein Hilfsmittel wie einen kleinen Trichter zur Hand hat, einfach ein kleines Läppchen um den Öleinfüllstutzen herumlegen, um so geringe Leckmengen, die man daneben schüttet, einfach besser aufzufangen. Den Ölwechsel selber zu machen, kann man nur dringend von abraten. Alleine schon die strengen Umweltauflagen, die an Betriebsstätten für Ölwechsel gestellt werden, sprechen schon dagegen. Gehen Sie zum Fachbetrieb, lassen Sie einen sachgerechten Ölwechsel machen. Ist am besten für die Umwelt und am besten für Ihr Portemonnaie. Nichts ist unmöglich. Toyota.